Hey Leute, es wirkt so, als hätte Samsung dieses Jahr mit ihrer neuen Galaxy S24-Reihe einiges richtig gemacht und dieser Reihe sogar eine neue Komponente hinzugefügt, und zwar künstliche Intelligenz. Was unterm Strich dafür sorgt, dass sich alles zumindest vorerst auf dem Papier unheimlich gut anhört. Ob das aber auch in der Praxis der Fall ist, gilt es heute herauszufinden. So viel kann ich nur schon mal sagen, wenn sich auch nur im Ansatz das bewahrheitet, was man aufgrund dessen, was das S24 alles bietet, erwarten darf, dann könnte dieses Smartphone für unheimlich viele verdammt spannend werden. Bevor wir das aber tun, möchte ich mich erstmal bei nbb.de bedanken, die mich mit dem Samsung Galaxy S24 ausgestattet haben und ohne die dieses Review nicht möglich gewesen wäre. Schaut also bei eurer nächsten Technikinvestition auf jeden Fall mal auf ihrer Website vorbei und sichert euch vielleicht den ein oder anderen mega guten Deal. Fangen wir jetzt aber mal so an, wie man das immer tut, und zwar am Anfang, was bei einem Smartphone natürlich immer das Design ist. Und ja, was soll ich sagen? Hier kann ich mich sogar relativ kurz halten, da sich so ganz nüchtern betrachtet nur sehr wenig getan hat. So wenig, dass man auf den ersten Blick auch vielleicht nicht sofort erkennt, ob man hier gerade ein S24 oder doch noch das S23 aus letztem Jahr in der Hand hält. Erst wenn man etwas genauer hinsieht bzw. auch hinfühlt, ob es dieses Wort gibt, keine Ahnung, fällt auf, dass der Rahmen jetzt matt und vor allem kantig ist, was sich zwar nicht mehr so organisch wie der Vorgänger, aber trotzdem auf eine andere Art gut anfühlt. Außerdem ist der Lautsprecher auf der Unterseite jetzt ein Schlitz und hört sich meiner Meinung nach auch nochmal ein wenig voller und klarer als im Vorgänger an. Und neben dem allgemein unheimlich minimalistischen Design, was ich einfach liebe, gibt es natürlich die matte Glasrückseite, die sich gerade in Kombination mit dem matten Rahmen unheimlich gut anfühlt, auch in neuen spannenden Farben. Onyx Black, Marble Grey, Amber Yellow und Cobalt Violet. Letztere Variante habe ich, welche mir neben Marble Grey am besten gefällt. Fast genauso gut wie die Farbe an sich, gefällt mir aber auch der Punkt, dass auch das S24 eine IP-Zertifizierung besitzt und nicht nur das große Geschwisterchen, das S24 Ultra. Genauer gesagt eine IP68, welche das S24 für 30 Minuten bei 1,5 Meter Tiefe vor Wasser schützt. Sprechen wir jetzt aber mal über das Display. Dieses ist, trotz dass es sich bei dem S24 Ultra um eines der noch wenigen verfügbaren kompakten Smartphones auf dem Markt handelt, ziemlich groß. Ganze 6,2 Zoll groß ist es und besitzt eine Full HD Plus Auflösung, OLED, eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz sowie eine unheimlich hohe Helligkeit von bis zu 2600 Nits. Also wirklich absolute Top-Specs, die dafür sorgen, dass dieses Display wirklich in jeder Situation und vor allem beim Schauen von Videos unheimlich viel Spaß macht. Und wer sich jetzt Gedanken um die nur Full HD Plus Auflösung macht, dem sei auf jeden Fall gesagt, dass diese vollkommen ausreicht für die Größe dieses Displays und ich mir in keinem einzigen Moment eine etwas höhere Auflösung gewünscht habe. Ach ja, und um vielleicht mal die Frage zu klären, wie es sein kann, dass das S24 so kompakt ist und dennoch ein 6,2 Zoll Display in sich verbergen kann, nun, es besitzt einfach gleichmäßig und vor allem unheimlich dünne Displayränder. Sogar noch dünner als im Vorgänger und diese waren schon sehr dünn. Bevor ich es vergesse, möchte ich jetzt noch kurz zum Fingerabdrucksensor kommen. Dieser befindet sich natürlich wieder unter dem Display, setzt selbstverständlich auf die Ultraschalltechnik und ist ein wenig größer geworden, sodass er noch besser sowie schneller meinen Finger erkennt. Meiner Meinung nach der beste Fingerabdrucksensor auf dem Markt. Jetzt möchte ich aber mal über eine Sensation sprechen, und zwar die Performance. Denn schon sehr lange war es eigentlich immer so, dass die Samsung-Geräte, die einen eigens entwickelten Exynos-Prozessor verbaut bekommen hatten, nie wirklich die beste Performance aufs Parkett legten. Sodass ich, denke ich, anfangs nicht ohne Grund skeptisch war, als ich erfahren habe, dass das Samsung Galaxy S24 einen Exynos-Prozessor verbaut bekommt. Genauer gesagt den Exynos 2400. Was ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, war, dass der Exynos-Prozessor mich dermaßen umhauen wird. Und das auch immer noch tut. Eine für mich sehr ungewohnte Situation, da ich sonst immer von den Samsung-Prozessoren enttäuscht wurde. Nur diesmal nicht. Der Samsung Exynos 2400 wird quasi nicht warm, ist erstaunlich effizient und das wahrscheinlich Wichtigste, er sorgt sogar dafür, dass auf dem S24 alles flüssig läuft. Apps öffnen sich in 0, nichts und bleiben ewig geöffnet. Jede noch so kleine Animation der Software läuft flüssig und auch sonst nimmt man noch so kleine Ruckler nicht wirklich wahr. Einfach, weil es sie nicht gibt. Ja, sogar die Grafikleistung ist besser als bei einem iPhone 15 Pro, wovor ich nur meinen Hut ziehen kann. Und noch dazu, weil die Performance eben so genial ist, ist auch softwareseitig so viel Neues möglich. Stichwort KI, aber jetzt erstmal ein wenig was Allgemeines zur Software. Natürlich läuft hier Android 14 und natürlich auch wieder mit der eigens entwickelten Oberfläche One UI. Genauer gesagt One UI 6.1.
Ich persönlich mag diese Software echt gerne. Durch diesen Mix aus verspieltem, einem großen Funktionsumfang und doch auch übersichtlichem. Ich kann es aber auch verstehen, wenn es Leute gibt, denen diese eher weniger zusagt. Wer allerdings iOS liebt, der sollte eigentlich dieses Jahr riesengroßen Gefallen an One UI finden. Denn es gibt ein paar verdächtige Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel die Widgets auf dem Sperrbildschirm, der natürlich frei anpassbar wie schon letztes Jahr ist, ein Always-On-Display, welches das Hintergrundbild sehr stark abgedunkelt weiter anzeigt und die Schnelleinstellungen, die unheimlich stark an die in iOS erinnern. Klingt erstmal komisch, finde ich persönlich aber gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, weil Samsung dennoch einen eigenen Touch mit reinbringt und alles auch sehr, sehr schick aussieht. Außerdem erinnert natürlich nicht alles an iOS. Denn seit den Samsung Galaxy S24 Modellen wird sehr viel auf künstliche Intelligenz gesetzt, wie schon vorhin kurz angeschnitten, und deswegen spricht Samsung auch bei ihren Geräten nicht mehr von Smartphones, sondern von AI-Phones, eben weil so viel auf künstliche Intelligenz gesetzt wird. Um mal zu zeigen, was hier alles möglich ist, mal eine kleine Auflistung. Man kann jetzt mit der Dolmetscher-App Live-Gesprochenes übersetzen lassen, in der Diktier-App das Gesprochene in Text umwandeln und Fotos verschönern, begradigen oder zuschneiden, und der fehlende Inhalt wird dann per künstliche Intelligenz ergänzt, was unheimlich gut funktioniert. Außerdem kann man Dinge in Fotos markieren und sie im Bild verschieben, sowie in ihrer Größe verändern. Aus egal was für einem Video ist es möglich, eine Slow-Motion-Aufnahme zu machen, da die fehlenden Frames künstlich ergänzt werden. Schreibt man eine Mail, kann man diese ganz knapp schreiben und das S24 wandelt sie dann in eine ausführliche und vor allem höfliche Nachricht um. Lange PDFs und/oder Webseiten können ganz einfach und schnell zusammengefasst werden. Man kann in der Tastatur eine Live-Übersetzung bekommen und durch das Feature Circle to Search hat man immer und egal, wo man sich gerade auf seinem Smartphone befindet, direkten Zugriff auf Google Lens. Es ist also wirklich viel möglich und jede noch so kleine KI-Funktion funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht nur noch ganz wichtig zu wissen, es gibt manche KI-Funktionen, die benötigen eine Internetverbindung und manche KI-Funktionen brauchen einfach etwas Zeit, bis sie dann letztendlich das umsetzen, was man umgesetzt haben möchte. Total cool ist es aber, dass man mit den jetzt verfügbaren Funktionen noch nicht am Ende ist, denn es werden per Update mit Sicherheit noch mehr spannende neue Funktionen dazukommen, von welchen man auch sehr lange etwas mitbekommen wird, da man unglaubliche 7 Jahre Software-Updates bekommt. Also genauso viel wie bei Google und den Google Pixel 8 Modellen. Etwas weniger beeindruckend ist dann das Triple-Kamera-System, denn es ist exakt dasselbe, welches man schon aus dem Samsung Galaxy S23 kennt. Eine 50-Megapixel-Hauptkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 10-Megapixel-Telekamera mit dreifach optischem Zoom. Mit allen drei Linsen macht es natürlich nach wie vor unheimlich viel Spaß, Fotos zu schießen, und durch diese drei verschiedenen Brennweiten ist man eigentlich auch für jede Situation irgendwie gewappnet. Beginnen wir jetzt aber mal mit der Hauptkamera. Sie schießt wirklich tolle Fotos mit einer hohen Schärfe und schönen lebendigen Farben. Aber auch die Dynamik trägt viel zu den guten Ergebnissen bei. Ganz allgemein sind die Bilder mit dieser Kamera immer hell und fröhlich, genauso wie die Ergebnisse in schlechten Lichtverhältnissen. Sie sind wirklich sehr rauscharm, haben aber eine Eigenschaft, bei der ich schon sagen muss, dass ich hoffe, dass sie beim Nachfolger etwas verbessert wird. Denn sobald die Lichtverhältnisse etwas schlechter werden, verlieren die Bilder ein wenig an Kontrast und Sättigung und wirken dann ein wenig zu blass. Alles, was ich gerade über die Hauptkamera gesagt habe, kann man im Grunde auch über den Ultraweitwinkel sagen. Einziger Unterschied ist nur, dass ich mir durch seine nur verfügbaren 12 Megapixel ein wenig mehr Schärfe wünschen würde, und ich finde es schade, dass es keinen Autofokus gibt, was summa summarum bedeutet, es gibt auch keinen Makromodus. Bleibt also nur noch die dritte Kamera im Bunde, die Tele. Sie schießt ebenfalls sehr natürliche, kontrastreiche Bilder, und auch wenn sie weniger scharf als zum Beispiel die Hauptkamera ist, habe ich sie dennoch super gerne genutzt, gerade mit der dreifach optischen Vergrößerung. Einfach weil es der perfekte Sweet Spot zwischen zu weit und zu nah ist. Auffällig war hier nur, dass sie in deutlich schlechteren Lichtverhältnissen schwächer als die anderen zwei Linsen performt, was ich jetzt aber mal auf die etwas geschlossenere Blende schieben würde. Neben Fotos kann man aber natürlich auch Videos aufnehmen, und das in 4K bis zu 60 FPS und in 8K in 24 FPS. Sowohl die 8K als auch 4K Aufnahmen gefallen mir wirklich gut. Unterm Strich ist die Kamera des S24 also auf jeden Fall eine sehr solide. Sehr überzeugt hat mich dann zu guter Letzt noch der Akku. Ich kam ohne Probleme auf eine Screen-On-Time von 5 Stunden und es gab Tage, an denen ich sogar an die 6 bis 6,5 Stunden rankam. Natürlich aber immer davon abhängig, was man den Tag über auf dem S24 macht und ob man im WLAN oder mobilen Netz unterwegs ist. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass hier eine Akkulaufzeit vorliegt, mit der ich ohne Probleme durch einen Tag gekommen bin. Und das jedes Mal.
Aufgeladen wird dann entweder per USB-C mit 25 Watt, heißt in 30 Minuten auf knapp 50%, was schon echt lahm ist, oder per Wireless Charging mit nur 15 Watt, ebenfalls lahm. Also hier muss Samsung endlich wirklich mal anziehen, um nicht komplett den Anschluss zu anderen Smartphone-Herstellern im Android-Bereich zu verlieren. Nun gut, ich finde, dass das Samsung Galaxy S24 für einen Preis von 899 Euro ein Smartphone ist, welches der Floskel "Das Smartphone für jeden" am nächsten rankommt. Es liefert ein super Gesamtpaket und macht vor allem in den Punkten vieles richtig, die meisten Menschen auch wirklich benötigen. Es gibt eigentlich nicht so wirklich etwas, was man als schlecht oder dringend verbesserungswürdig abstempeln kann, und natürlich ist dennoch nicht alles perfekt. Gerade bei der Kamera darf man natürlich schon ein wenig mehr erwarten, aber so wie sie jetzt ist, wird sie auch auf keinen Fall irgendjemanden enttäuschen. Sie ist nämlich eine sehr solide, und genau dieses Wort beschreibt, denke ich, das Samsung Galaxy S24 sehr gut. Es ist ein rundum solides Smartphone. See you.